up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up. Hey ho und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben es Montag und ich habe gedacht, ich nehme heute die Kamera mal wieder mit und mache einen ganz normalen Vlog. Day in my life. Wir haben es 10 nach 7. Ich bin hier noch im Schlafanzug, noch gar nicht gerichtet. Tiefe Augenringe, total müde, weil heute Nacht ein wahnsinniger Sturm war. Bei uns hat es die Terrassenpflanzen durch die Gegend gewedelt und ich bin dann irgendwann um 2 wach geworden, um 4 wach geworden und konnte dann nicht mehr schlafen. Deshalb sehe ich heute so zerknuscht aus und muss ich mich erstmal richten. Wir haben es jetzt 10 nach 7. Der Große ist gerade abgeholt worden vom Taxi und der Kleine, der schläft noch, der muss erst in einer Stunde in der Schule sein. Und ich gehe jetzt erstmal, nee, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann gehe ich ins Bad und richte mich. So sieht's aus. Echt Wahnsinn, was für ein Sturm den ganzen Tag über noch war. Ich habe dann auf jeden Fall, nachdem ich im Badezimmer war und mich gerichtet habe, im Schlafzimmer das Fenster aufgemacht und gelüftet und die Betten aufgeschlagen. Dann habe ich unseren Wasserfilter befüllt. Währenddessen sollte der Ludwig eigentlich frühstücken, aber der hat wieder mit seinen Yu-Gi-Oh!-Karten rumgebummelt. Und ich habe dann anschließend noch das Futter für den Max fertig gemacht. Ich kann machen, was ich will heute. Meine Haare sitzen nicht, liegen nicht, stehen nicht. Die wollen heute gar nicht das, was ich will. Ja, ist jetzt aber auch Ritze egal. Jetzt sieht man erstmal das ganze Ausmaß von den umgefallenen Balkontöpfen hier. Heftig. Ja, das sieht Grütze aus. Naja, das muss erstmal alles abtrocknen und dann kann man das zusammenfegen. Ach je. Ich werde mich jetzt mal ans Betten machen. Hier liegt ein neues Laken. Ich ziehe hier immer so einen Laken drauf, weil die Kinder hier immer drauf springen und ich möchte nicht, dass das Bettlaken dann immer so schmutzig aussieht und voller Hundehaare ist. Deshalb lege ich das hier oben drauf. Ich muss aber erst noch die Matratze absaugen. Da hat sich auch so einiges angesammelt. Ja, und dann muss hier auch Staub gesaugt werden. Und vorher mache ich aber hier die Betten. Jetzt hat es genug gelüftet. Ja, jetzt scheint die Sonne. Aber es ist immer noch knackig kalt. Dadurch, dass wir keinen Teppichboden haben und auch eine Fußbodenheizung, sammelt sich bei uns auch durch den Max relativ viel Staub an. Das heißt, ich muss mindestens jeden Tag einmal saugen. Entweder ich schicke dann den James los oder ich nehme meinen Handstaubsauger von Tineco. Der ist besonders praktisch, weil man da auch die Stärke einstellen kann und weil er vorne so kleine LED-Leuchten hat. Da sieht man nämlich genau, wenn man jetzt zum Beispiel unterm Bett saugt, dass man auch ja keine Lego-Männel wegsaugt. So, während der James jetzt brav saugt, werde ich mal die ganzen Handtücher und Wischtücher einsammeln, die ich immer so die Woche über
brauche zum Putzen. Ich hänge die nämlich immer hier auf den Trockner, also auf den Ständer hier. Da hängen jetzt von meinem Mann die Hosen und die Jacke. Der ist nämlich komplett klatschnass geworden heute Morgen, wo er mit Max Gassi war. Und das trockne ich jetzt. Und die Dinger, die wasche ich jetzt gleich. Ich habe schon eine Maschine Wäsche in der Waschmaschine, beziehungsweise die, ach, die ist fertig. Die mache ich jetzt in den Trockner rein. Und dann setze ich die nächste Maschine an und das hier mit der weißen Wäsche und den Handtüchern, das ist dann die dritte Wäsche. Aber jetzt haben wir es zwischenzeitlich schon um 9 und das ist so die Zeit, wo ich immer morgens mit meiner Tochter telefoniere. Die ist ja noch zu Hause mit dem kleinen Muckimann, noch ein paar Wochen. Und der hatte gestern Geburtstag und ich will natürlich wissen, was die so Schönes gemacht haben und wie es war. Wir konnten ja nicht dabei sein, es hat sich für uns echt nicht gelohnt, die 600 Kilometer zu fahren. Es ist schade, aber ja, es war so viel Trubel und waren so viele Gäste da, der hatte uns nicht vermisst. Ich freue mich, wenn er dann hier ist und wenn ich sie wieder ganz für mich alleine habe. Ich muss jetzt eben noch mal das Futter für den Max rausnehmen. Das muss noch auftauen. Mal die Tür zumachen, sonst ist es so laut. Wir barfen ja seit letztem Jahr, weil der Max immer so Probleme mit der Verdauung hatte und nichts vertragen hat und alles wieder ausgespuckt hat und Blähungen hatte. Und deshalb machen wir jetzt frisches Obst und Gemüse und Fleisch. Und ich richte das zweimal die Woche und friere dann einen Teil davon ein, dass ich immer was da habe. Und da das heute Morgen leer gegangen ist, habe ich das jetzt hier aus der Kühltruhe rausgetan und taue das auf. Und ja, dann muss ich die Küche auch erstmal schnell ein bisschen ordentlich machen, damit ja, es hier vernünftig aussieht. Bevor ich aber mit der Küche loslegen konnte, musste ich zuallererst mal was essen. Mir hat dermaßen der Magen geknurrt. Ich hatte nämlich noch gar kein Frühstück und habe dann quasi Frühstück und Mittag in einem gemacht. Wir hatten vom Vortag noch Reste übrig, Gulasch, Klöße und Sauerkraut. Und das habe ich mir dann kurzerhand gemacht, damit ich Saft und Kraft habe, um in der Küche weiterzuarbeiten. Ist wieder mal super. Jetzt habe ich mir extra eine Schürze angezogen und was ist passiert? Ich habe mich trotzdem voll gekleckert. So ein Werk. Ich bin jetzt fertig mit Essen. Ich räume jetzt alles auf, dann lege ich erstmal Wäsche, mache die andere Wäsche in den Trockner und dann geht's weiter im Text hier. Ja immer das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Also habe ich die Zeit vom Wäschelegen genutzt und habe mit meiner Freundin telefoniert. Eigentlich wollte ich ja mit meiner Tochter quatschen, aber die hatte keine Zeit. Die hatte nämlich selber eine Freundin zu Besuch. Ich habe mir danach gleich noch den Max geschnappt und bin raus zur Gassi-Runde, weil sich nämlich schon wieder der nächste Sturm angekündigt hatte. Wieder zu Hause habe ich dann noch das andere Kinderzimmer mit der Hand durchgesaugt. Da lasse ich nämlich den James nicht fahren. Ich lasse den generell nicht in die Kinderzimmer, weil ich nicht weiß, was die für Kleinteile da rumliegen haben. Ich möchte nicht, dass der Saugroboter dann irgendwas frisst und daran kaputt geht. Deshalb mache ich das lieber händisch. Ich habe dann nachher noch alles durchgewischt. Das mache ich auch einmal die Woche an meinem Großputztag. Aber nichtsdestotrotz muss ich punktuell jeden Tag auch nochmal durchwischen. Warum, das zeige ich euch gleich noch. Ja, diese kleinen weißen Tropfen hier, die überall bei uns verteilt sind, sind der Grund, warum ich mindestens einmal am Tag mit dem Wischer durch die Gegend feudeln muss. Und schuld daran ist dieser kleine Hund hier. Der hat nämlich ein Tröpfelproblem. Man hat uns schon gesagt, dass man das eventuell mit einer Kastration beheben könnte. Aber da der Max sonst keine Probleme hat, sehen wir auch nicht ein, warum man nur deshalb einen Hund kastrieren soll, weil er Tropfen verliert. Da wird halt einmal mehr gewischt. Ja,
Ja, unser Maxle, das ist schon ein ganz besonderer Spezie und ein kleines Sensibelchen. Das wussten wir allerdings damals nicht, als wir ihn mit einem halben Jahr geholt haben, denn da hatte er schon zwei Familien hinter sich und wir waren dann die dritte. Da hat er wohl irgendwie schon einen psychischen Knacks gehabt. Der hat nämlich so ein paar ganz besondere Eigenheiten. Unter anderem kann er ganz, ganz schlecht alleine sein. Und wir merken das besonders deutlich in der Nacht. Der hat zwar sein Plätzchen in der Küche oder beziehungsweise im Esszimmer, aber der geistert die ganze Nacht umher, dass der hier alles schalu macht und keiner so richtig schlafen kann. Darum haben wir jetzt beschlossen, dass wir ihm auch im Schlafzimmer ein Plätzchen einrichten, wo er dann ganz nah bei uns sein kann. I'm so tired. Wir haben ihm dafür extra ein schönes Kunstledersofa bestellt, so eins, wie er auch im Wohnzimmer hat. Aber der geht einfach nicht auf das Teil drauf. Deshalb habe ich jetzt nochmal eine ganz einfache Hundedecke bestellt und da kommt seine Kuscheldecke drauf. Die wiederum kommt unter unsere Sitzbank und dort fühlt er sich wohl. Da kann er immer bei uns sein, wenn wir schlafen oder wenn ich hier am Computer sitze und arbeite. Und dann hoffe ich, dass damit jetzt auch Ruhe einkehrt. Der Sturm wollte und wollte an diesem Tag einfach nicht nachlassen. Also das waren drei Stürme hintereinander jetzt mittlerweile, konnte es aber mal aufhören. Ich habe dann noch die Wäsche gelegt, die fertig war und habe dem Ludwig beim Hausaufgaben geholfen. Und ja, dann war der Nachmittag auch schon fast um. Wir haben es kurz vor 3:30 und ich bin jetzt soweit mit allem fertig. Der Ludwig ist auch mit den Hausis fertig, der geht jetzt zu einem Kumpel und ja, die nächste halbe Stunde müsste mein Mann auch nach Hause kommen, der hat heute mal ein bisschen eher Feierabend. Ich habe jetzt noch eine Maschine Wäsche im Trockner und eine Maschine bzw. das provisorische Hundebett, das habe ich jetzt auch nochmal gewaschen. Das ist eine ehemalige Steppdecke vom Ludwig oder so eine Art Tagesdecke. Die hat er immer in seinem Zimmer. Die werde ich dann auch noch in den Trockner machen, dass die fertig ist. Und ja, dann ist schon fast wieder Abendbrotzeit. Heute Abend treffen wir uns noch mit Freunden. Und ich mache jetzt mal Schluss mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal ein Däumchen nach oben gebt. Ansonsten abonniert doch gerne den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.